Herzlich willkommen zum Press Briefing des Science Media Center. Wir sprechen heute über den Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES oder IPBES zu invasiven gebietsfremden Arten. Diese sind dem Bericht zufolge eine der größten Bedrohungen für die Biodiversität, weil sie zum Beispiel dazu beitragen können, dass heimische Arten lokal aussterben. Außerdem beeinträchtigen invasive Arten auch Ökosystemleistungen und damit uns Menschen direkt. Und sie führen zu wirtschaftlichen Schäden von, so der Bericht, über 400 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Der Bericht des IPBES wird heute vorgestellt um 14 Uhr in einer Pressekonferenz vom IPBES. Und der Bericht und alles, was heute hier auf diesem Pressbriefing gesagt wird, steht bis 14 Uhr unter Sperrfrist. Das ist ganz wichtig. Ich möchte es nochmal betonen. Alles, was hier gesagt wird, Zitate aus diesem Pressbriefing, dürfen nicht vor 14 Uhr veröffentlicht werden. Mein Name ist Iris Proff. Ich bin Redakteurin am Science Media Center. Und auf dem Panel hier sind drei der deutschsprachigen AutorInnen des IPBES-Berichts. Das sind alles drei Forschende, die einen Großteil ihrer Forschung dem Thema invasive Arten widmen. Und wir möchten in diesem Pressbriefing heute über den Bericht sprechen, in seinen verschiedenen Facetten und Aspekten, und dabei auch einen Fokus legen auf unsere Region, das heißt Deutschland, Österreich und die Schweiz und Mitteleuropa generell. Ein Hinweis an die JournalistInnen: Die Fragen, die Sie an die Forschenden haben, können Sie stellen, und zwar in schriftlicher Form. Dafür nutzen Sie bitte den Frage- und Antwortbereich. Das ist einer dieser Icons unten in der Leiste. Bitte stellen Sie Ihre Fragen nicht in den Chat, sondern in den Frage- und Antwortbereich. Ich wähle die Fragen dann aus und werde die dann an die Forschenden stellen. Außerdem bekommen Sie ein maschinell erstelltes Transkript und eine Videoaufzeichnung dieser Veranstaltung direkt im Nachgang, sobald die fertiggestellt ist. Also noch vor Ablauf der Sperrfrist schicken wir die an alle Teilnehmenden des Pressbriefings raus. Und ein von uns redigiertes Transkript bekommen Sie spätestens bis morgen Vormittag, ist es auf unserer Webseite dann zu finden. Damit würde ich die Forschenden einmal vorstellen. Wir haben Hanno Sebens. Er ist Wissenschaftler am Senckenberg-Forschungszentrum für Biodiversität und Klima in Frankfurt am Main. Er ist einer der koordinierenden Leitautoren von Kapitel 2 des Berichts. Da geht es um die Trends in der Ausbreitung von invasiven Arten. Der zweite ist Sven Bacher. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte Ökologie an der Universität Freiburg in der Schweiz, nicht im deutschen Freiburg. Und er ist einer der koordinierenden Leitautoren im Kapitel 4 zu den Auswirkungen invasiver Arten auf Menschen und Natur. Und die dritte Expertin hier ist Katharina Dehnen-Schmutz vom Center for Agroecology, Water and Resilience an der Coventry University in Großbritannien. Und sie ist Leitautorin ebenfalls in Kapitel 4 zu den Auswirkungen. Kurz zur Transparenz, zu den Rollen der drei Forschenden in dem Bericht. Herr Sebens und Herr Bacher sind aktuell noch in Bonn und waren quasi bis zum Ende der Verhandlungen des IPBES da dabei und sind als koordinierende Leitautoren auch eben ganz zentral in der Erstellung des Berichts gewesen. Frau Dehnen-Schmutz war bis, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag auch in Bonn dabei, nicht ganz bis zum Ende der Verhandlungen. Und als Leitautorin hat sie eine etwas weniger zentrale Rolle in der Erstellung des Berichts. Aber wie gesagt, alle waren daran beteiligt und alle forschen zum Thema invasive Arten. Außerdem ist als Teilnehmerin an diesem Pressbriefing auch eine der Pressesprecherinnen vom IPBES anwesend, und zwar Nadine Hoffmann, die deutschsprachige Pressesprecherin. Sollte es formale Fragen geben von ihrer Seite zum IPBES, zu den Arbeitsabläufen, zu der Rolle des IPBES, dann können Sie die gerne direkt in den Chat schreiben, nicht ins Frage und Antwort, sondern in den Chat. Und Frau Hoffmann kann die dann dort direkt im Chat schriftlich beantworten. Allerdings können Sie natürlich auch gerne bei solchen Fragen die Pressestelle direkt kontaktieren per E-Mail. Die helfen Ihnen dann auch sehr gerne. So viel zu den Formalien. Dann möchte ich gerne starten, und zwar Herr Bacher, mit einer Frage an Sie. Können Sie uns eine kurze Übersicht geben über diesen Bericht? Also was sind die Kernaussagen daran und was ist das Neue an diesem Bericht? Ja, vielen Dank, Frau Prof. Die Kernaussagen dieses Berichtes sind eigentlich drei Arten. Die erste Kernaussage ist, wir haben ein Riesenproblem, die gebietsfremden invasiven Arten. Und das ist ein Problem, das bis jetzt nicht besonders viel oder nicht
die Aufmerksamkeit bekommen hat, die ihm eigentlich zukommt. Wir in diesem Bericht stellen wir umfassend global dar, wie groß das Problem sind. Das Problem ist, wie die Auswirkungen dieses Problems sind in den verschiedenen Regionen. Die zweite Kernaussage ist, dieses Problem ist in der Vergangenheit und in der letzten Vergangenheit, gerade in der jüngsten Vergangenheit, massiv angestiegen. Wir zeigen auf, wie die Trends laufen. Und alles deutet darauf hin, dass dieses Problem im Moment sehr, sehr stark sich entwickeln ist und sich weiter in der Zukunft verstärken wird. Und die dritte Aussage, das ist eigentlich die gute Aussage, ist, dass wir im Prinzip alle schon wissen, was man tun muss eigentlich, um diese gebietsfremden invasiven Arten und den generellen Prozess der biologischen Invasion zu verhindern, beziehungsweise abzumildern, die Folgen abzumildern. Aber die Umsetzung dieser Sachen, dieser Methoden, die wir eigentlich schon kennen, die reicht momentan nicht aus, um dem Problem Herr zu werden. Das sind die drei Kernaussagen. Und wir haben das über die letzten 4 Jahre, haben wir Daten dazu zusammengetragen in einem Autorenteam, was insgesamt etwas über 80 Kernautorinnen und Autoren umfasst, haben aber zusätzlich noch Hilfe von mehr als 200 Autoren weltweit gesucht, die spezifisch zu ihren Regionen und ihren Kenntnissen dazu noch Aussagen machen konnten. Und das ist durch mehrere Review-Prozesse der Mitgliedstaaten des IPBES durchgegangen. Wir haben mehr als 2000 Kommentare dazu bekommen, auf die wir reagiert haben, die wir alle berücksichtigt haben. Und wir haben jetzt am Plenar, haben wir einfach eine Einigung gefunden mit allen Mitgliedstaaten, dass dieser Bericht jetzt das erste Mal eigentlich umfassend den Zustand von diesem Phänomen der biologischen Invasion und gebietsfremden invasiven Arten auf der Welt global darstellt. Das ist eigentlich das Neue. Dankeschön für die Übersicht. Und können Sie uns auch so einen kleinen Einblick darin geben, wie ist die Stimmung in Bonn? Sind Sie alle total übermüdet? Sind Sie glücklich darüber, dass die Einigung erreicht wurde? Ja, wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Die Verhandlungen waren hart und lang und gingen mehrere Nächte hintereinander durch, dass wir da bis Mitternacht in den Verhandlungen gesessen haben und das Autorenteam danach noch die Anregungen, die bekommen sind und die Wünsche für Änderungen danach noch weiter bis in die frühen Morgenstunden bearbeitet haben und so. Wir sind also am Ende sehr, sehr froh, dass wir eine globale Einigung erzielt haben und dass wir jetzt diesen Bericht präsentieren können. Dankeschön. Dann die zweite Frage an Herr Sebens. Sie haben ja im zweiten Kapitel zu den Trends in der Ausbreitung mitgearbeitet. Wenn wir da einmal auf Europa schauen, wie hat sich die Ausbreitung invasiver Arten hier in unserer Region in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Ja, vielen Dank und auch guten Morgen von meiner Seite. Bild hakte gerade. Okay, ich bin da wieder da. Sven hat es eben schon dargestellt. Dieser Bericht ist der erste Bericht, der eigentlich in diesem Umfang eigentlich diese Problematik der invasiven Arten global darstellt. Also wir haben also über diese 4 Jahre hinweg wirklich eine Vielzahl von Referenzen begutachtet und enorme Datenmengen eben auch zusammengetragen, eben auch zu den Trends, wie sich die Entwicklung, wie sich die Artenzahlen über lange Zeiträume entwickelt haben und wie sie sich auch in Zukunft entwickeln können. Und dabei haben wir dann verschiedene die Trends auch über taxonomische Gruppen hinweg und auch über verschiedene Regionen hinweg untersucht. Und diese Datenmenge erlaubte uns dann eben auch Rückschlüsse eigentlich zu jeder Region auf der Welt zu ziehen. Und das so ein bisschen auch überraschend für uns selber so ein bisschen war, dass diese Trends eigentlich überall gleich aussehen. Da kann man eigentlich auch nach Europa schauen, man kann aber auch in irgendwelche weit entlegenen Regionen schauen. Man sieht überall eine langanhaltende Zunahme, vor allen Dingen seit den 1950er Jahren, seitdem die Raten enorm zugenommen haben. Aktuell wissen wir global von etwa 209 Arten, die jedes Jahr neu hinzukommen. Das sind gebietsfremde Arten, die müssen noch keine negative Auswirkungen haben. Das sind aber Arten, die potenziell in Zukunft zu invasiven Arten eben werden können oder als solche klassifiziert werden können. Und der Trend ist eindeutig, es geht einfach steil nach oben. Also die letzten Jahrzehnte ging es steil nach oben und es gibt eigentlich keinerlei Annahme, warum das eigentlich in Zukunft abnehmen sollte. Im Gegenteil, wir wissen, dass die Triebkräfte, die eigentlich diesen Prozess bedingen,
Das sind dann zum Beispiel der internationale Handel, das ist aber auch also die internationalen Warenströme, es sind aber auch unsere Bewegungen, also wie, wo wir hinfliegen, wo wir hinreisen, welche Waren wir bestellen, was wir handeln, welche Waren wir auch online bestellen. Aber auch andere Triebkräfte, wie zum Beispiel der Klimawandel oder eben die Habitatzerstörung oder Umweltverschmutzung, alle diese Prozesse nehmen immer weiter zu. Sie intensivieren sich, sie haben sich in den letzten Jahrzehnten intensiviert und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass es auch sich in den nächsten Jahrzehnten anders entwickeln sollte. Das heißt, wir werden auch in Zukunft mit vielen neuen Arten rechnen müssen. Es gibt da Schätzungen, Modellschätzungen, die besagen, dass wir bis 2050 etwa mit 36% neuen Arten zu rechnen haben. Und wenn man bedenkt, dass wir aktuell weltweit 37.000 gebietsfremde Arten kennen und 3.500 invasive gebietsfremde Arten, also solche Arten mit negativen Auswirkungen vorfinden, kann man sich vorstellen, dass halt in Zukunft noch deutlich mehr hinzukommen können. Und da ist eben für Europa, weil Sie eben Europa ansprachen, keine Ausnahme, hatte ich ja gesagt, diese Trends sind eigentlich konsistent. Wir finden also auch eben in Europa einen wirklich einen steilen Anstieg und das geht sehr stark auch mit dem ökonomischen Wachstum einher. Dankeschön, Herr Sebens. Dann die dritte Eingangsfrage an Frau Dehnen-Schmutz. Und ich möchte aber vorher noch einmal darauf hinweisen, es sind bisher, soweit ich das sehe, noch keine Fragen eingegangen von den JournalistInnen. Stellen Sie Ihre Fragen ruhig schon in das Frage- und Antwort-Tool, dann können wir daraus bereits auswählen. Frau Dehnen-Schmutz, Sie haben ebenfalls, so wie Herr Bacher, an Kapitel 4 mitgewirkt. Da geht es um die Auswirkungen invasiver Arten auf Menschen und auf die Natur. Der Bericht nennt einen wirtschaftlichen Schaden von 423 Milliarden US-Dollar durch invasive Arten. Wie passiert das? Wie schadet die Ausbreitung invasiver Arten unserer Wirtschaft und dadurch eben uns Menschen? Ja, also vielen Dank. Und in Kapitel 4 dokumentieren wir sehr umfangreich alle Auswirkungen dieser invasiven Arten, dieser 3.500 Arten, wo die Hanno gerade erwähnt hat. Und die Wirtschaft, nicht alle dieser Auswirkungen sind auch Wirtschaft oder ökonomisch quasi bewertet worden. Also diese Zahl von über 400 Milliarden ist nicht umfassend um alle Schäden quasi. Man kann nicht an alle Schäden quasi einen monetären Wert dran machen, sozusagen. Und besonders für die Auswirkungen auf die Natur, sind also sehr große Lücken in diesem Wissen. Aber die wirtschaftlichen Auswirkungen, zum Beispiel für die Landwirtschaft oder auch für die Forstwirtschaft, sind da sehr viel besser dokumentiert, weil natürlich das Bereiche sind, wo, also wenn jetzt in der Landwirtschaft zum Beispiel ein neuer Schädling eingeführt werden, dann können wir Ernteverluste messen und da können dann monetäre Werte dazu gemacht werden. Die sind also in relativ gut dokumentiert und wir haben auch gefunden, dass die meisten dieser invasiven Arten auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es ja dann einige Beispiele von Arten, die erst kürzlich reingekommen sind, also zuerst entdeckt worden sind, die auch schon diese großen Schäden verursachen. Zum Beispiel haben wir da den Maiszünsler, der den Mais befällt. Oder auch in der Forstwirtschaft das Eschensterben, was sich jetzt auch in Europa sehr weit ausgebreitet hat und sehr große Schäden angerichtet hat. Natürlich auch sehr, sehr starke Schäden in dem Fall, also wenn es um Wälder und Bäume geht, dann sind die Schäden natürlich auch sehr groß, die ökologischen Schäden auch sehr groß und auch für die Biodiversität. Aber mit dem Eschensterben und wenn es Forstbäume sind, ist natürlich auch ein großer wirtschaftlicher Schaden für die Forstwirtschaft da. Dann gibt es natürlich noch wirtschaftliche Auswirkungen auch auf Infrastruktur zum Beispiel. Also wenn invasive Arten können ja über Bahngleise oder Infrastrukturlinien wachsen oder invasive Muscheln zum Beispiel können Rohre verstopfen und das verursacht dann auch wieder zusätzliche Kosten, die dann auch in diese Zahlen mit eingeflossen sind. Und dann gibt es noch nicht zu vergessen auch Auswirkungen auf auf die Gesundheit von Menschen, die natürlich auch, also wenn jetzt mehr Allergien auftreten, dann verursacht das auch Kosten für die Gesundheitssysteme. Dankeschön, Frau Dehnen-Schmutz.
Herr Bacher, möchten Sie da vielleicht ergänzen? Sie haben auch an dem vierten Kapitel zu den Auswirkungen mitgearbeitet. Was sind denn Auswirkungen, die jetzt nicht direkt den Menschen betreffen, die aber für die Ökosysteme besonders schädlich sein können? Ja, also für die Ökosysteme gibt es halt, also es lässt sich nicht so genau trennen. Die meisten Arten, die leben ja irgendwo, die leben ja erstmal in der Natur und machen dort etwas. Und einige Arten haben dann halt zusätzliche Auswirkungen noch, die wir Menschen spüren. So etwas. Also vieles von diesen ganzen Prozessen läuft einfach auch durch die Natur. Aber auch einheimische Arten leiden sehr, sehr stark. Global gesehen gibt es viele Auswirkungen, die wir zeigen können. Zum Beispiel die stärksten, die auch am stärksten vielleicht uns zu denken geben sollten, sind, dass für das Artensterben, Arten, die global ausgestorben sind, sind 60%, in 60% von allen Fällen, die dokumentiert sind, von Arten, die global ausgestorben sind, das sind etwa 1000 Stück, die bekannt sind, in 60% der Fällen haben invasive Arten eine zentrale Rolle gespielt dabei. Das heißt, invasive Arten haben eigentlich einen stärkeren Einfluss als alle anderen Triebkräfte auf das globale Artensterben gehabt. Aber wir sehen auch schon die Vorstufen mit lokalem Artensterben, dass Lokalpopulationen aussterben. Das heißt, einige einheimische Arten kommen einfach nicht mehr dort vor, wo sie jetzt eine gebietsfremde invasive Art haben. Ganz bekannte Beispiele, die auch schon durch die Presse gekommen sind, sind zum Beispiel in Großbritannien das rote Eichhörnchen, das einheimische Eichhörnchen ist verdrängt worden vom nordamerikanischen Grauhörnchen. Aber viele dieser Prozesse finden halt so statt, dass die Öffentlichkeit, die ja nicht alle Arten kennt oder so, das so nicht direkt wahrnimmt. Aber wir haben Beispiele auch in Deutschland oder auch in der Schweiz, wo wir Populationen haben, die tatsächlich nicht mehr lokal vorkommen. Ganz bekannt, also eins der neueres Beispiel ist ein neueres Pathogen, ist auch ein Pilzpathogen, das Salamander-Populationen befällt. Das kommt im Moment von über die Holland, Belgien in die angrenzenden deutschen Bundesländer hinein. Und das sehr, sehr tödlich ist für Salamander-Populationen, also Feuersalamander hauptsächlich, in denen das ja auch eine sehr charismatische Art ist. Und wir haben jetzt aber auch gesehen schon, dass wir erste Nachweise in Bayern haben. Das heißt, das ist also auch ein Phänomen, was sich nicht einfach so schön kontrolliert über die Grenzen ausbreitet, dass man sagen kann, hier kann man nicht, sondern die springen dann auch teil. Das ist auch ein Phänomen, das wir sehr häufig beobachten, dass die gebietsfremden Arten dann auf einmal sprunghafte Ausbreitungen zeigen, sodass man die Populationen auch in vielen Gebieten auf einmal gleichzeitig bekämpfen muss. Frau Dehnen-Schmutz, Sie forschen ja, haben einen großen Fokus auf Zierpflanzen. Gibt es aus dem Bereich vielleicht auch Beispiele zu Arten, die eben andere Arten verdrängt haben in den heimischen Gebieten? Ja, für Pflanzen kann man also sagen, dass in vielen Ländern das Anpflanzen oder das Einführen von Zierpflanzen und das Anpflanzen in Gärten einer der Haupteinführungswege ist für invasive Arten. Also viele der Arten, die wir heute gerade auch in Deutschland kennen als invasive Arten, die Schäden verursachen, sind ursprünglich mal als Zierpflanzen eingeführt. Und also zum Beispiel das drüsige Springkraut oder der Götterbaum oder der Japanknöterich, das waren alles, sind alle eingeführt, um die in Gärten als Zierpflanzen zu haben. Und das ist auch heute noch ein Problem, da viele Gärten jetzt noch sehr viele Arten, da nicht einheimische Arten angepflanzt werden, die noch gar nicht so lange zum Teil auch schon da sind. Und wir finden in Prozessen von biologischen Invasionen oft, gerade auch für Pflanzen, dass da oft ein Zeitabstand entsteht von der ersten Einführung und bis dann eine Art aus einem Garten zum Beispiel ausweicht oder entkommt und dann außerhalb von Gärten gefunden wird und dann weiter dieser Prozess, das kann oft bis zu 100 oder mehr Jahren dauern, bis das passiert ist. Also zum Beispiel der Japanknöterich wurde dann im 19. Jahrhundert eingeführt und bis man gemerkt hat, ach, das ist eigentlich ein Problem, das war dann eher so gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Und das ist auch natürlich ein großes Problem auch für das Management von diesen Invasionen. Dankeschön. Damit würde ich gerne zu der ersten Frage einer Journalistin übergehen, und zwar an Herrn Sebens würde ich dir gerne adressieren. Welches sind die Hauptursachen, wie die Arten verschleppt werden? Und die Journalistin bittet um konkrete Beispiele. Ja, vielen Dank für die Frage. Eine der Hauptursachen
Für die Ausbreitung von Gebietsfremden und invasiven Gebietsfremdenarten spielt der internationale Warenstrom und der internationale Transport im Allgemeinen. Das heißt, wir transportieren Güter um die ganze Welt. Wir haben sehr viele Frachtschiffe, die die ganze Welt miteinander vernetzt. Aber wir reisen auch in Urlaub. Wir fliegen irgendwo hin. Wir fahren mit Kreuzfahrtschiffen um die ganze Welt auf jede entlegene Insel. Und mit diesen Transportprozessen werden eben auch Arten mit eingeführt. Also es gibt einerseits die Beispiele natürlich, wie auch Katharina eben erwähnt hatte, dass eben Arten auch ganz bewusst eingeführt worden sind, wie eben Zierpflanzen, die dann aber über den Gartenzaun gesprungen sind, aus der Parkanlage ausgebrochen sind. Aber der also spielt eine wichtige Rolle und eine weitere eben sehr wichtige, wesentliche Rolle spielt eben der internationale Warenstrom. Ein Beispiel jetzt konkret für Deutschland wäre zum Beispiel die Kirschessigfliege. Das ist eine kleine Fruchtfliegenart. Also eine Fruchtfliege, wie wir eben auch aus der Küche kennen, aber eben eine andere Art, die aus Asien stammt. Und die wurde über Früchte importiert. Und diese Kirschessigfliege befällt reife Früchte oder Früchte kurz vor der Reife und führt dazu, dass die dann in diesen Zeitabschnitten kann man nicht mehr spritzen. Und führt dazu, dass die Früchte matschig werden und dann eben das zu Ernteausfällen dann führt. Also gerade bei Kirschen zum Beispiel ist das ein Problem in Deutschland. Daneben gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie Arten ausgebreitet werden. Viele Arten sind zum Beispiel ehemalige Haustiere, also sind Flüchtlinge oder auch Arten, die freigelassen worden sind, manchmal auch mit guten Intentionen, weil die Besitzer dann eben ihre Haustiere nicht mehr halten wollen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, die dann diese Haustiere dann auch freilassen. Was eben auch dazu führt, dass ja viele ehemalige Haustiere dann eben auch vorzufinden sind. Also hier, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, sieht man zum Beispiel sehr viele Halsbandsittiche. Das sind so große grasgrüne Papageien, die hier eigentlich hier überall in hohen Dichten eigentlich anzutreffen sind. Das sind sehr laute, sehr auffällige Vögel, deren Auswirkungen, die stammen ursprünglich aus Asien, deren Auswirkungen ist, es ist jetzt nicht die Art mit der größten Auswirkung, aber es ist eine Art, die natürlich auch Nistplätze hier besetzt und die halt eben auch einheimische Arten dann verdrängt. Dankeschön. Die Journalistin hat noch hinzugefügt, ist einer der Treiber auch illegaler Tierschmuggel? Definitiv, ja. Also es sind eigentlich alle Prozesse, die dazu führen, dass irgendwie entweder Waren, Menschen oder auch direkt die Tier- und Pflanzenarten transportiert werden, in welcher Form auch immer. Und natürlich spielt auch der illegale Handel mit Tier- und Pflanzenarten dann eben eine große Rolle, weil die auch natürlich nicht kontrolliert werden. Also nicht nur, dass sie nicht, dass es nicht illegal ist, sondern es gibt eben auch Regularien, die besagen, dass eben gehandelte Pflanzenarten frei von potenziellen Schädlingen sein müssen. Das wird natürlich in dem Fall, das wird auch im legalen Pflanzenhandel nicht wirklich komplett abgedeckt. Das ist auch kaum zu schaffen, aber zumindest gibt es da entsprechende Regularien. Aber bei illegalen Tier- und Pflanzenhandel hat man natürlich überhaupt keine Möglichkeiten, da irgendwie ranzukommen. Darf ich dazu noch kurz etwas ergänzen? Ja, gern. Das ist also der illegale Pflanzenhandel, das klingt so etwas sehr, sehr, das machen nur sehr wenige Leute oder so etwas. Aber was sehr, sehr zunimmt, ist im Moment der Handel von hauptsächlich Haustieren, gerade möglichst exotischen Tieren im Internet. Und der ist nicht reguliert. Und da finden wir, also das sind nicht nur Katzen und Hunde, die dort gehandelt werden, sondern da geht es häufig darum, dass man sehr, sehr exotische Tiere handelt. Und der Markt ist riesig dafür. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass auch, also viele Insekten werden auch, dann wollen Leute auf einmal Insekten zu Hause halten, zum Beispiel Ameisenkolonien. Und ein Großteil der Ameisenkolonien, die invasiv wirklich in vielen, vielen Ländern sind, die werden auch über den Internethandel weiter als Haustiere propagiert. Die sind natürlich, das ist brandgefährlich, solche Sachen dann in die Hände unreguliert von privaten Leuten zu lassen. Und das ist ein Riesenproblem. Das sehen wir in allen Teilen, dass gerade dieser Internethandel mit Tieren und auch mit Pflanzen ein Riesenproblem darstellt als Quelle für neuartige Invasion, biologische Invasion. Dankeschön. Eine weitere Frage von einer Journalistin. Welchen Einfluss haben invasive gebietsfremde Arten speziell in Deutschland mit Blick auf den Insektenschwund? Aus welcher Gruppe invasiver Arten, zum Beispiel Pflanzen, Wirbellose oder Mikroorganismen, stammt Ihrer Einschätzung nach die größte Gefahr für einheimische Insektenarten? Ich weiß nicht, wer sich dazu am besten äußern könnte.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch wieder ich. Aber also man muss generell sagen, dazu gibt es praktisch kaum Untersuchungen. Nummer eins. Der Insektenschwund, der ist in erster Linie auf, also man ist sich nicht ganz einig, aber der ist in erster Linie wohl auf Veränderungen in der Landnutzung zurückzuführen, auf die Intensivierung der Landnutzung und damit halt auch, dass der Lebensraum für Arten zurückgeht. Und dann gibt es sehr viele indirekte Effekte, die verursachen, dass wenn die Populationen kleiner werden, dass dann die Überlebensfähigkeit von vielen schlechter wird. Es gibt wenig Beispiele konkret, dass invasive Arten oder dass bestimmte invasive Arten stark dazu beigetragen haben. Aber es gibt, also es liegt haupt, ich kann auch noch sagen, woran das wahrscheinlich hauptsächlich liegt, weil häufig ist es so, dass eine gebietsfremde Art, wenn sie einen Einfluss hat, dann hat sie auf einen bestimmten Satz an einheimischen Arten eine Auswirkung, aber nicht auf gleich alle Insekten oder so etwas. Also es gibt wenig Beispiele zum Beispiel von Pathogenen, die gerade alle Insekten befallen, also sehr, sehr unspezifisch sind. Aber wenn man alle zusammennimmt, dann gibt es natürlich kumulative Auswirkungen auf verschiedene Insektenarten und damit tragen natürlich auch invasive Arten dazu bei. Es gibt aber auch unter den gebietsfremden invasiven Arten Beispiele dass Arten Landschaften stark verändern. Ein Beispiel aus Deutschland fällt mir ein, das ist jetzt gerade kein Insektenbeispiel, aber die pazifische Auster, die in den Nordseesandbänken kultiviert wird, die macht dann Riffe und verändert damit auch die Strömungsverhältnisse und verändert damit auf sehr großflächiger Ebene die ganzen Lebensräume des Wattenmeers. Und damit leiden auf einmal natürlich auch sehr viele Arten. Aber jetzt speziell zum Insektensterben, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr wenig Untersuchungen. Vielleicht dazu, weil Sie gerade die Auswirkungen auf den Marienraum angesprochen haben. Eine Zahl, die mich sehr überrascht hat in dem Bericht, ist, dass der größte Teil der dokumentierten Auswirkungen an Land ist. Ich glaube, das waren 75% und nur ein kleiner Teil, ich glaube, 10% im Meer. Wie erklärt sich das? Da gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten, aber es ist so, dass die Forscher, die forschen ja alle, was sie möchten. Und es gibt natürlich mehr Forscher, die in ihrer Umgebung forschen und wir sind alle Landtiere als Forscher und deswegen gibt es mehr Untersuchungen einfach an Land, weil es ist auch der natürliche Lebensraum des Menschen. Und es gibt daher wahrscheinlich auch ein Ungleichgewicht, dass es einfach weniger Untersuchungen im Meeresraum gibt. So, gleichzeitig muss man sagen, dass die meisten Effekte im Meer auch sehr küstennah sind. Wir haben zum Beispiel kaum gebietsfremde Arten, invasive Arten im offenen Meer. Und wenn man dann sieht, sind vielleicht die Landmassen auch einfach größer als die Küstenstreifen. So, dass auch daher schon natürlicherweise erwartet werden sollte, dass es mehr Untersuchungen im terrestrischen Bereich gibt. Dort. Aber da gibt es, wie gesagt, es gibt mehrere Erklärungsmöglichkeiten und es ist wahrscheinlich eine Kombination aus dem. Aber die Daten, die wir haben aus dem Marien, es ist nicht so, dass wir sehr wenig Daten aus dem Marienbereich haben. Wir haben bloß weniger Daten. Aber die Daten sind durchaus so, dass sie ein repräsentatives Bild von dem geben, was im Marienbereich abgeht. Das heißt aber nur, weil die bekannten negativen Auswirkungen weniger sind, heißt es nicht, dass es unbedingt weniger gibt, sondern die sind vielleicht nur weniger erforscht. Verstehe ich Sie da richtig? Es ist so, dass die bekannten und die wirklich offensichtlichen Auswirkungen, die sind eigentlich überall relativ gut erfasst. Das ist nicht so, dass wir irgendwelche Überraschungen da noch jetzt haben. Aber ob Sie nun eine Untersuchung oder 10 Untersuchungen zu einem Phänomen haben, das ist halt der Unterschied, den Sie haben. Aber deswegen wissen Sie trotzdem schon, was eigentlich dort passiert, wie die Auswirkungen sind. Man hat schon ein relativ gutes Bild von Danke. allen Lebensräumen und auch von praktisch allen Regionen. Dann eine weitere Frage, die würde ich gerne an Herr Seben zuerst mal adressieren. Viele Menschen denken, es ist doch natürlich, dass Arten neue Gebiete erobern, andere Tiere und Pflanzen verdrängen und die Natur passt sich an. Was entgegnen Sie, warum diese Entwicklung eben nicht natürlich ist, sondern menschengemacht, wie auch der Klimawandel? Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage, weil wir natürlich einen Prozess untersuchen, der grundsätzlich erstmal natürlich ist. Also es ist ganz klar, dass Arten auf natürliche Art und Weise sich ausbreiten. Und es gab auch schon immer Arten,
die sich über andere Arten, sei es der Mensch oder ich weiß, das Reh oder das Wildschwein oder so, sich weiter ausgebreitet haben. Das ist also grundsätzlich ein natürlicher Prozess. Das Problem aktuell ist allerdings, dass wir die Raten dieser Ausbreitung in vielen Bereichen deutlich erhöht haben, also enorm erhöht haben. Das heißt, Arten breiten sich jetzt nicht nur über kurze Distanzen aus, bis in den nächsten Wald oder vielleicht auch ein paar Kilometer weit, sondern sie breiten sich über sehr, sehr große Distanzen aus. Auch das gab es früher natürlich auch schon mal, wenn Samen dann mit irgendwelchen Zugvögeln transportiert worden sind, ist das auch schon mal vorgekommen. Aber wir haben eben nicht nur die Distanz der Ausbreitung enorm erhöht, sondern eben auch die Rate. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Arten, die aktuell über große Distanzen transportiert worden sind. Also es gibt Beispiele, das sind auch nur Schätzungen, aber man kennt zum Beispiel, dass halt so entlegene Inseln wie Hawaii alle 10.000 Jahre etwa eine neue Art dann eben angespült worden ist, zufällig. Und durch den Menschen haben wir jetzt eben mehrere Arten pro Jahr, die da eigentlich angekommen sind, die jetzt ankommen. Das ist eben, grundsätzlich ist eben das Auftauchen neuer Arten überhaupt kein Problem. Es sind viele, also es ist tatsächlich auch lebensnotwendig für viele Arten, sich auszubreiten. Arten, das ist ein natürlicher Prozess. Aber mit dieser hohen Rate an neuen Arten, die permanent reinkommen, werden die einheimischen Ökosysteme doch vor große Herausforderungen gestellt, weil permanent neue Arten reinkommen. Die müssen alle miteinander konkurrieren. Die müssen alle neue Nischen finden und besetzen. Und da kommt es eben sehr schnell dazu, dass sich die Ökosysteme verändern, dass eben einheimische Arten eben zurückgedrängt werden, neue Arten kommen, dass eben ganz zum Teil auch ganz neue Ökosysteme entstehen, ganz neue Lebensgemeinschaften. Ja. Möchte da jemand von den anderen ergänzen zu der Frage? Herr Bacher? Ja, also vielen Dank. Das Ganze ist, wie gesagt, wenn man das so will, man kann sagen, das Ganze ist ein natürlicher Prozess und es wird schon alles gut gehen und die Arten werden sich auch anpassen. Und einige Arten passen sich an, andere Arten sterben aus. Natürliche Systeme sind von Natur aus dynamisch, wie Herr Sebens das gerade schon sagte, so etwas. Das Problem kommt eigentlich wenn wir uns Menschen in diesen ganzen Systemen mit reindenken, dann wir möchten ja gerne auch von diesen Systemen leben und wir sind wirklich existenziell abhängig von natürlichen Systemen, durch die Nahrungsproduktion, durch viele andere Dinge. Wenn sich diese Systeme sehr, sehr stark verändern, wie zum Beispiel durch den Klimawandel oder durch die anderen globalen Triebkräfte, die am Wirken sind, unter anderem halt auch gebietsfremde Arten, dann verlieren wir die Kontrolle über die Ökosysteme. Dann müssen wir auch sehr, sehr schnell wandeln. Und das wird schwierig. Dann gibt es große Migrationen, dann gibt es halt auch bei den Menschen viele Populationen, die verschwinden oder gering sind. Das wollen wir einfach nicht. Deswegen ist es in unserem eigenen Interesse, die Systeme so zu halten, dass wir sie verstehen und dass wir auch wissen, wie wir sie nutzen können, auch nachhaltig nutzen können, damit wir nicht in diese derartigen Katastrophen hineinkommen. Das ist der Hauptpunkt hier. Wenn Sie die Natur sich selbst überlassen und 1 Million Jahre ihr geben, dann ist alles in Ordnung. Aber die Zeit haben wir nicht. Dankeschön. Frau Dehnenschmutz, ich würde gerne eine Frage an Sie stellen. Und zwar, kann man sagen, dass sich Ökosysteme und ihre Tier- und Pflanzengesellschaften durch den Einfluss des Menschen tendenziell immer ähnlicher werden? Ja, ich meine, das ist natürlich das Ergebnis, wenn man nichts unternimmt, dann, also das ist ja eigentlich schon passiert, dass wir viele Arten jetzt einfach überall finden, die es früher halt sehr beschränkt waren. Also wenn Sie sich das Beispiel des Japan-Knöterichs angucken, der früher nur wirklich in Japan vorkam und jetzt fast überall zu finden ist und da auch Auswirkungen hat, dann ist das sicher der Fall, so, dass es sich dann mehr angleicht und auch dadurch, dass andere Arten dann verschwinden. Und das haben wir ja auch gezeigt bei den Auswirkungen. Dankeschön. Herr Sebens dazu? Ja, weil es ein bekanntes Beispiel dazu gibt, und das sind Schnecken, also Landschnecken, und zwar eine bestimmte Gruppe, die auch über Gemüsesorten ausgebreitet werden. Und man findet eben, also das ist das, was man in der Universität lernt und was man eben also in den Büchern steht, dass es eben bestimmte geografische Regionen gibt, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich dann entwickelt haben. Und da gibt es eine ganz spezielle Gemeinschaft an Arten, die dann dort vorkommt.
Und das nennt sich dann Biogeografie. Man hat also bestimmte Regionen, die halt in sich geschlossen ähnlicher sind als andere Regionen. Das natürlich ja, macht direkt klar, wenn man halt bedenkt, dass halt Nordamerika ähnlicher, die Arten und die Ökosysteme dort ähnlicher sind als zu Europa. Und bei dem Beispiel dieser Landschnecken ist es dann eben so, dass man genau dieses Muster eben auch vorfindet. Und wenn man dann aber in die Analyse auch noch die neuen Arten mit hinzunimmt, sieht man eigentlich, dass es eigentlich nur noch zwei große Regionen gibt, die untereinander wiederum sehr ähnlich sind. Und die haben nichts mehr mit der Geografie zu tun, sondern die haben sich nur noch mit den, haben nur noch mit den klimatischen Bedingungen zu tun. Es gibt also ein tropisch-subtropisches Band, wo man alle, eigentlich alle Arten gleichermaßen vorfindet. Und ein Gürtel nord- und südlich darüber in den temperierten Zonen, wo ja Arten eigentlich, was einem zeigt, dass selbst solche Arten, die eigentlich eine geringe Ausbreitungsmöglichkeit haben, wie eben Schnecken, dass die eigentlich auf der ganzen Welt so verbreitet sind, dass eigentlich die natürlichen geografischen Barrieren keine Rolle mehr spielen, sondern dass der Mensch dazu führt, dass eigentlich nur noch so klimatische Faktoren eine Rolle spielen. Dankeschön. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Fragen zu den Maßnahmen. Was können wir tun gegen die Ausbreitung invasiver Arten? Dazu möchte ich sagen, es gibt in dem Bericht zwei Kapitel dazu, Kapitel 5 und 6. Leider ist niemand der Forschenden hier, hat an diesen Kapiteln mitgearbeitet. Allerdings beschäftigen sich natürlich alle drei auch mit Gegenmaßnahmen, kennen sich auch damit aus. Deswegen möchten wir auch darüber sprechen. Die erste Frage, welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht besonders wirksam und gibt es Beispiele aus Deutschland und ich möchte hinzufügen aus der Schweiz vielleicht auch, wo invasive Arten schon erfolgreich eingedämmt wurden? Herr Bacher. Ich möchte das nicht um mich, also bitte Katharina und Hanno, also unterstützt mich hier, aber also die Maßnahmen, das hatte ich ja am Anfang kurz erwähnt, im Prinzip wissen wir, was wir tun müssen. Die bei weitem effizienteste Maßnahme, effektivste Maßnahme ist das Verhindern, die Prävention von neuen invasiven Arten. Also diesen Anstieg, den wir im Moment sehen, dass wir den abmildern. Und da gibt es gibt internationale Abkommen. Hanno hatte das schon leicht erwähnt. Es gibt Abkommen, wie man, wenn man Waren von einem Ort auf einen anderen, zu einem anderen Ort sendet, dass diese Waren frei von irgendwelchen Organismen und so weiter sein müssen. Das gibt es im terrestrischen Bereich, es gibt im marinen Bereich. Es gibt diese Abkommen. Das Problem ist, diese Abkommen werden im Moment nicht richtig durchgesetzt. Sie werden nicht genügend durchgesetzt, dass wir diesen Anstieg von gebietsfremden Arten verhindern. Und das kann man durch Kontrollen sowohl am Abgangsort, wo geschickt wird, als auch durch Kontrollen am Eingangsort, wo die Waren vielleicht kontrolliert werden, bevor sie freigegeben werden. Das kann man durchaus dieses Problem weiter in den Griff kriegen. Und es gibt auch ganze Einführungswege, die man besser in den Griff kriegen kann. Und auch da gibt es schon Ideen dazu. Also Prävention ist bei weitem das kostengünstigste. Verhindern, dass solche Sachen entstehen. Wenn aber so etwas mal passiert, und auch beim besten System passieren trotzdem noch weitere Einführungen, dann kommt es da sehr darauf an, dass man schnell in der Lage ist zu handeln. Also schnelles Eingreifen und dazu braucht es einfach auch Vorbereitung. Die Leute müssen Pläne haben. Was machen wir, wenn Fall X oder Fall Y passiert? Und da gibt es auch für die verschiedenen Arten, muss es dann verschiedene Aktionspläne geben. Und wir alle wissen, was passiert, wenn wir das nicht haben, dann sind wir so, dann stehen wir vor einer Situation, wie wir das bei der Pandemie erlebt haben. Und solche Aktionspläne, die müssen dann umgesetzt werden. Gute Beispiele, jetzt komme ich mit einem Beispiel aus der Schweiz, weil ich die halt eher kenne. Wir hatten Ende Juli in der Schweiz eine Invasion nördlich der Alpen vom Japankäfer. Das ist ein sehr gefräßiger kleiner Käfer, ein Insekt, das in großen Dichten vorkommt und ganz viele Wirtspflanzen befällt. Mehr als hunderte von also mehrere hundert Wirtspflanzen, also kann ganz allgemein vieles befallen. Und da gab es dann sofort einen versuchten Tilgungsversuch, dass diese Population wieder auszurotten. Da hat man innerhalb von wenigen Tagen angefangen, eine Taskforce zusammenzustellen und hat auch gleich im Feld Insektizide gespritzt.
Pestizide gegen die Käfer. Es war in der Sommerzeit. Das heißt, man konnte auch in privaten Gärten und in der Sommerzeit konnte man auch nicht unbedingt dort die Genehmigung der Besitzer einholen, weil die natürlich weg waren in den Ferien. Aber es wurde dort einfach entschieden auf politischer Ebene, das ist jetzt ein Ereignis von nationaler Bedeutung. Da müssen wir schnell handeln. Dankeschön. Daran anschließend eine Frage, die ich gerne an Frau Dehnen-Schmutz adressieren würde. Der Bericht schlägt als eine von mehreren Gegenmaßnahmen die Bekämpfung invasiver Arten vor, die gerade in dem Beispiel gehört. Drohen dabei nicht auch unkalkulierbare Nebenwirkungen auf die Ökosysteme? Ja, das kann natürlich passieren. Also es kommt darauf an, was man dann für Maßnahmen vornimmt. Also wenn man natürlich mit Pestiziden vorgeht, das muss dann sehr genau abgewogen werden und ist oft auch nicht möglich, zum Beispiel wenn Sie an Glyphosat benutzen möchten in der Nähe von Fließgewässern oder so. Das macht diese Maßnahmen natürlich noch viel teurer. Also um dann da Arten zu entfernen und diese Maßnahmen durchzuführen, wenn Sie sowas nicht benutzen können, das wird alles noch sehr viel teurer. Und hat natürlich langfristig, also man muss dann auch immer darüber nachdenken, was man nach der Entfernung macht. Also dass man auch einen Renaturierungsplan dann hat, der dann, oft kann es nämlich passieren, wenn man einfach alles entfernt, dass dann die Art sofort wiederkommt, wenn von benachbarten Flächen zum Beispiel. Das ist ein Problem. Aber ich würde gerne noch ergänzen zu was Sven vorhin gesagt hat über die Präventation. Da gibt es ja innerhalb der EU auch eine Verordnung, die auch bestimmte Arten zum Beispiel schon gebannt hat von der Einführung. Die dürfen dann nicht mehr eingeführt werden oder zum Beispiel für Zierpflanzen, die dürfen nicht mehr verkauft und gehandelt oder angepflanzt werden. Und das ist schon mal eine sehr wirkungsvolle Maßnahme, wo man wahrscheinlich auch noch mehr Arten, also werden bestimmt noch dazukommen, aber das ist ein sehr langwieriger Prozess, weil das alles unterstützt werden muss durch eine sehr komplette Risikoanalyse. Und die EU-Verordnung sieht auch vor, zum Beispiel, dass die Mitgliedsländer Aktionspläne erstellen müssen. Und Deutschland hat auch schon einen Aktionspläne erstellt, gerade in den letzten Jahren oder so, für ganz besonders für gebietsfremde Arten, die unbeabsichtigt eingeführt werden. Und diese Pläne setzen sehr stark auch auf das Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken für dieses Problem. Also zum Beispiel, wenn wir auf unbeabsichtigte Einführungen gucken, dann kann das zum Beispiel dadurch passieren, dass Leute oder Angler zum Beispiel mit ihrem Equipment, die sind dann irgendwo an einem See und gehen dann zum nächsten und dadurch kann sehr leicht, können kleine Organismen halt oder Pflanzenteile auch transportiert werden und werden dadurch weiter ausgebreitet. Oder auch mit Sportbooten, das ist ein ähnliches Problem. Und wenn man da das Bewusstsein stärkt und auch den Leuten erklärt, was man machen kann, dann kann man schon sehr viel erreichen, weil natürlich das alles Leute sind, die ja auch das nutzen, diese Lebensräume und die erhalten wollen und eigentlich bisher wahrscheinlich eher unbeabsichtigt dazu beigetragen hat, dass diese Ausbreitungen stattgefunden haben. Aber wenn man das Bewusstsein stärkt, dann denke ich, dass bestimmt auch da viel erreicht werden kann, durch einfach, dass die Bevölkerung auch mitmacht und merkt, was da los ist und was passieren kann. Nochmal zu dem Thema der Bekämpfung invasiver Arten. Ein Journalist fragt, ob es nicht auch Konflikte geben kann zwischen dem Naturschutz, dem Schutz von Ökosystemen und dem Tierschutz, dem Schutz einzelner Tiere. Und ob es das nicht auch schwieriger macht, quasi die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Können Sie dazu was sagen? Herr Bacher, Sie nicken schon sehr engagiert. Ja, also da gibt es, das ist tatsächlich ein Problem und eine Konfliktabwägung, weil verschiedene Gruppen in der Gesellschaft unterschiedliche Vorstellungen haben, was sie eigentlich wertschätzen. So. Und da gibt es auch gute Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die Einführung des Grauhörnchens, die in Großbritannien zur kompletten Verdrängung des einheimischen roten Eichhörnchens geführt hat. Das wurde auch in Italien eingeführt. Und das wurde relativ früh bekannt, dass das Grauhörnchen dort wurde. Und dann gab es als zum Beispiel Bemühungen, das auszurotten. Und dann kamen Leute und sagten, nein, das sind Tiere, die müssen wir schützen, die können nichts dafür. Und dann hat sich dieser Prozess sehr, sehr lange rausgezögert. Und mittlerweile ist es nicht mehr möglich, das Grauhörnchen in Italien richtig auszurotten, sondern das hat jetzt mittlerweile so große Populationen, dass man jetzt eine andere Strategie macht, die Eindämmung. Das versucht, die Ausbreitung die weitere Ausbreitung zu verlangsamen oder zu stoppen.
Da gab es solche Konflikte und die müssen natürlich gelöst werden in der Gesellschaft. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Empfehlungen so etwas. Man muss wirklich abwägen in der gesellschaftlichen Diskussion, was die Werte sind. Und das muss lokal geschehen oder überregional geschehen. Und da müssen die Leute, zusätzlichen Leute, die dort sind, müssen entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aber sie müssen über die Konsequenzen natürlich informiert sein. Das können nicht Bauchentscheide sein, sondern man muss natürlich dort die Evidenz auch anschauen und sagen, ja, ich möchte das, dass das einheimische Eichhörnchen verdrängt wird. Dankeschön. Herr Seben? Nur ganz kurz noch zu erwähnen, die Einschätzung, Bewertung dieser ganzen Prozesse und ob die Art in diesem Fall jetzt hilfreich ist oder ob sie irgendwie bekämpft werden muss, ist sehr abhängig davon, in welchem Kontext das Ganze stattfindet und ist natürlich auch von unserem Wertesystem abhängig. Und das ändert sich auch über die Zeit. Also Katharina hatte ja vorher am Anfang des Gesprächs auch diese ganzen Beispiele gebracht, wo Arten ganz bewusst eingeführt worden sind. Und tatsächlich wurden viele Arten, gerade in der längeren Vergangenheit, wurden bewusst eingeführt, um den Menschen vor Ort zu helfen. Ohne aber dann die langreichenden Konsequenzen dann wirklich im Blick haben, zum großen Teil auch gar nicht kennen zu können. Das heißt, dieses Wertesystem ändert sich eben auch in der Zeit. Und jetzt haben wir aber die Erkenntnis gewonnen, dass eben viele dieser Arten wirklich auch problematisch sind. Und da muss man immer abwägen, welche Maßnahmen möchte man treffen? Möchte man lieber die einheimische Natur mehr schützen? Möchte man neue Arten schützen? Findet man eben Möglichkeiten, das irgendwie beides unter einen Hut zu kriegen? Und eben, was Sven am Anfang meinte, ist eben, dass die Prävention wirklich hier die effektivste und kostengünstigste Maßnahme ist, die auch am wenigsten Eingriffe dann benötigt. Ja, und sehr zu empfehlen. Noch eine Nachfrage zu den Grauhörnchen, die hier gerade reinkamen. Es gibt auch in Deutschland Naturschützer, die Waschbären als einheimisch anerkennen lassen wollen und Leute, die die Nutria schützen wollen. Ihr Argument bei der Nutria ist, sie störe nur den Menschen mit seinen Deichen und Feldern, aber sei für die Ökologie gar nicht so ein Problem. Stimmt das? Ist die Nutria für die Natur gar nicht so ein Problem? Auch hier, ja. Wenn. Nein, also mach du, ich habe schon genug geredet. Herr Siebens, gerne. Das ist im Einzelfall immer sehr schwer dann zu sagen. Und man muss immer, es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche Problematik. Und manche sehen dann eben auch eher mehr die Nutzen, manche sehen, argumentieren, dass halt die Konsequenzen eigentlich nicht wirklich dramatisch sind, dass wir eigentlich nichts machen müssten. Andere sehen aber, dass in Zukunft möglicherweise Konsequenzen auftreten können. Das sind sehr komplexe Dynamiken, die wir einfach gut untersuchen müssen. Und das ist tatsächlich die endgültige Entscheidung muss von der Gesellschaft aus getroffen werden. Das können wir Wissenschaftler gar nicht machen. Wir können nur verschiedene Optionen anbieten. Welche Möglichkeiten haben wir? Was sind denn die Konsequenzen, wenn wir was machen oder wenn wir nichts machen? Und dann muss eben die Gesellschaft oder die Politik dann eben auch entsprechende Entscheidungen treffen. Das variiert auch extrem von Gesellschaft zu Gesellschaft. Es gibt in Neuseeland, Australien gibt es dann deutlich mehr Unterstützung für den Schutz der einheimischen Natur und der Vermeidung oder der Verdrängung von invasiven Arten als in anderen Ländern. Also es muss immer dann wirklich sehr im Einzelfall dann auch entschieden werden. Dankeschön. Noch eine Frage zum Management, die würde ich gerne einfach den Schmutz stellen. Und zwar, ab wann kann man gegen eine invasive Art nichts mehr machen? Zum Beispiel, sobald sie sehr großflächig vorkommt. Oder sollte man sie immer bekämpfen? Ja, das war auch ein Punkt, den ich eigentlich gerade ergänzen wollte. Was wir vielleicht nochmal ganz klarstellen müssen, ist, dass wir nicht sagen, jede gebietsfremde Art muss jetzt irgendwie bekämpft werden oder ausgerottet werden. Also manchmal ist das Akzeptieren von manchen Arten, also wenn wir auch gar keine Auswirkungen feststellen, auch gerade in diesem Fall, wenn Sie jetzt sagen, man muss halt dann gucken, dass man es zum Beispiel beschränkt versucht, bestimmte Gebiete freizuhalten, zum Beispiel Naturschutzgebiete, wo die Auswirkungen besonders groß sein könnten. Und dann, ja, also es gibt natürlich vielleicht auch in Zukunft dann andere Bekämpfungsmethoden, die noch entwickelt werden könnten, wo man dann weiter gegen solche Arten vorgehen könnten. Aber ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, dass wirklich viele gebietsfremde Arten sind einfach da und die, solange wir keine Schäden feststellen können, brauchen wir auch nichts dagegen zu. Also wir wollen jetzt nicht sagen, jede gebietsfremde Art muss jetzt sofort unbedingt ausgerottet werden. Natürlich wollen wir verhindern, dass weitere Arten eingeführt werden, unabhängig davon, ob wir schon wissen, was die
Auswirkungen wir sind, weil das ist viel zu schwierig, das vorherzusagen für eine Art, wenn man die einführt, ob die vielleicht dann mal Auswirkungen haben wird in der Zukunft. Und deshalb, ja, ist halt, das muss man raushalten, aber die, die schon da sind, da muss man genau abwägen und in jedem Einzelfall muss entschieden werden, was die besten Maßnahmen sind. Nochmal zu der Frage, ist es denn irgendwann zu spät, eine invasive Art loszuwerden, wenn die sich einmal so sehr ausgebreitet hat? Wie zum Beispiel bei dem Japan-Knöterich, den Sie eben schon angesprochen haben, kann man das irgendwann nicht mehr schaffen? Ja, in meiner persönlichen Meinung kann man den Japan-Knöterich nicht mehr loswerden aus Europa oder Deutschland oder da, wo er sich einmal etabliert hat. Und ich weiß auch, also Leute, die das in ihrem Garten haben oder wenn er irgendwo vorkommt, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber natürlich werden auch da neue Methoden entwickelt. Also ich weiß, dass in England zum Beispiel hat man eine biologische Kontrolle, sucht man da nach Methoden. Die haben so ein kleines, Sven, was ist ein Psyllid? Das sind so kleine Insekten, die an den Pflanzensaft saugen. Genau, die wurden halt in Japan auch, die sind da also dahingegangen, haben geguckt, was gibt es da für andere Organismen, die vielleicht diese Pflanze schädigen und die ein bisschen kleiner halten und so. Und dann haben sie diese eingeführt nach Großbritannien, erstmal getestet ziemlich lange im Labor, um zu sehen, ob die auch nicht andere einheimische Arten befällt. Und dann wurden die jetzt erstmal rausgelassen. Aber diese Versuche laufen halt noch und wir wissen noch nicht, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Und auch selbst wenn es erfolgreich wird, wird es wahrscheinlich nicht heißen, dass die Art dann hier komplett ausgerottet ist. Aber wir haben, ich glaube, der Bericht zeigt das wahrscheinlich auch, dass biologische Kontrolle in anderen Gebieten der Welt eigentlich sehr erfolgreich auch angewendet worden ist. Ich habe jetzt da leider vielleicht bei Sven ja noch ein Beispiel dazu. Also. Ja, also ich meine, die biologische Kontrolle ist weltweit sehr, sehr erfolgreich angewendet worden und hier in Europa sehr, sehr stiefmütterlich. Und das ist einfach eine der Methoden, wie man halt auch sehr, sehr weit verbreitete Arten noch kriegen kann mit ihren natürlichen Feinden. Und wir haben auch dort sehr gute Methoden, dass wir relativ sicher sein können, dass das Risiko für Folgeschäden auf andere Arten oder Ökosysteme sehr, sehr gering ist. Gute Beispiele gibt es seit Hunderten von Jahren. Es gibt in Australien Beispiele, wo Kakteen, Opuntien ausgerottet wurden, die den gesamten inneren Bereich des Landes dort überwuchert haben, sodass Weidewirtschaft gar nicht mehr möglich war. Da wurden Schmetterlinge eingeführt, die haben dem Problem innerhalb von einer ganz kurzen Zeit ein Ende gesetzt. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele weltweit. Darf ich kurz noch erwähnen? Wir reden immer von Ausrottung. Ja. Wir reden immer von Ausrottung. Und im Deutschen ist dann häufig damit verbunden, dass die Tiere von der Erde verschwinden. Das ist hiermit nicht gemeint. Also es geht nur darum, dass Populationen lokal zurückgedrängt werden oder eben auch entfernt werden. Das ist genauso, wenn man mäht oder wenn man Bäume fällt oder so. Das wäre im Prinzip auch eine sehr lokale Ausrottung. Wir reden nicht davon, dass wir diese Art komplett auf der Welt irgendwie verdrängen wollen, nur außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. Darum geht es. Schön für die Klarstellung. Damit würde ich gerne, weil wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind, in unsere Abschlussfrage gehen. Ich werde Ihnen jetzt allen einmal die gleiche Frage zum Abschluss stellen, auf die Sie kurz antworten können. Herr Sebens, starten wir direkt mit Ihnen. Welcher Aspekt an der Ausbreitung invasiver Arten findet Ihrer Meinung nach in der Öffentlichkeit zu wenig Beachtung und würden Sie sich in der Berichterstattung über diesen IPBES-Bericht nun stärker wünschen? Ich finde immer bei der Betrachtung dieser Problematik der invasiven Arten fehlt zu sehr die Art selber im Vordergrund. Es geht immer nur um invasive Arten, Bekämpfung von invasiven Arten. Dabei muss man immer bedenken, dass das eigentliche Problem nicht die invasive Art ist. Das eigentliche Problem ist der Mensch, der dahinter steht und dazu führt, dass sich diese Arten überhaupt ausbreiten können. Das heißt, unsere Arbeit dreht sich eigentlich mehr darum, unser Handeln, unser menschliches Handeln so zu gestalten, dass wir eben diese Ausbreitung und auch eben die negativen Auswirkungen davon minimieren können. Die Bekämpfung oder das Management dann von den invasiven Arten ist einer der letzten Schritte. Vorher müssen wir unser menschliches Handeln dann eigentlich mehr betrachten. Das heißt, wir müssen eigentlich vom Blickwinkel der invasiven Art wegkommen und mehr auf den Prozess kommen, den wir biologische Invasion nennen, den wir dann halt besser managen können, damit wir gar keine invasiven Arten haben. Dankeschön. Frau Dinnenschmutz, die gleiche Frage an Sie. Welcher Aspekt fehlt Ihnen in der Berichterstattung zu dem Thema? Ich glaube, das hat Hanno jetzt ja schon so schön gesagt, das ist schwierig, noch was zu ergänzen.
Also ich finde ja das Bewusstsein vielleicht auch der Auswirkungen und auch das Bewusstsein der globalen Auswirkungen müsste eigentlich gestärkt werden, weil ich glaube, wenn ich glaube, dass oft so ist, dass Leute, dass man das so vielleicht nicht so persönlich so wahrnimmt, weil oft diese Veränderungen sehr langsam sind und dann sieht man die Auswirkungen nicht. Und ich hoffe, dass mit diesem Bericht, der jetzt die Auswirkungen wirklich mal global und auch in vollem Umfang darstellt, dass das Bewusstsein doch weiter gestärkt wird und dann auch zu Verhaltensänderungen führen kann, auch vielleicht der Forderung von breiteren Bevölkerungsschichten, dass da etwas unternommen wird. Also die Biodiversitätskrise ist ja allgemein auch schon jetzt mehr ein Thema und ich hoffe, dass jetzt dieser Bericht dazu beiträgt, dass der Beitrag, den invasive Arten zur Biodiversitätskrise leisten, auch wirklich stärker wahrgenommen wird. Dankeschön. Und zum Abschluss, Herr Bacher, dieselbe Frage. Ja, also ich denke auch, das ist das hauptsächliche Problem, dass wir uns in unserem Handeln, gerade in den reichen Ländern, in entwickelten Ländern, wo wir die Auswirkungen von invasiven Arten nicht so sehr zu spüren bekommen, vielleicht weil wir so viele Kompensationsmöglichkeiten haben und generell einfach so reich sind, dass wir uns das alles leisten können, aber dass wir das Bewusstsein haben sollten, dass mit und durch unsere Tätigkeit auch, die wir haben, dass wir in anderen Bereichen der Welt dazu beitragen, dass dort solche Phänomene verstärkt vorkommen, indem wir zum Beispiel immer mehr konsumieren, immer mehr übers Internet bestellen, dass dann geliefert wird oder indem wir halt unser Reiseverhalten auch so haben, dass wir alle möglichen Gebiete der Erde unbedingt noch besuchen müssen, mehrfach und auch nicht dafür sorgen, dass wir das so machen in einem Umfang, in einer Art und Weise, dass solche gebietsfremden Arten halt nicht weiter verschleppt werden. Ich glaube, das ist wie beim Klimawandel auch, das, was wir hier tun, hat Auswirkungen auch woanders und dort haben die Menschen vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit, diese Sachen, diese Effekte so zu kompensieren, wie wir das hier haben. Dankeschön. Damit will ich die Diskussion an dieser Stelle gern beenden. Danke an Sie drei für die vielen Informationen, für die Einblicke, für die vielen Beispiele, die Sie gegeben haben. Das war sehr spannend. Danke an die JournalistInnen für die Fragen, die Sie eingebracht haben. Ich konnte nicht alle stellen, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Themenbereiche abgedeckt und viel Spaß beim Berichten. Denken Sie an die Sperrfrist. Bis 14 Uhr steht alles, was hier gesagt wurde, unter Embargo und danach dürfen Sie darüber berichten. Dann machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön. Wiedersehen.